Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV-TV. Absolut bitter, also ich glaube, wir haben alles reingehauen. Da war heute auf jeden Fall mehr drin. Ich glaube, den Punkt hätten wir uns verdient. Ich weiß nicht, beim ersten Gegentor, ob das Hand war oder nicht, weiß ich nicht. Dann ja, war so ein Slapstick-Tor, irgendwie einfach bitter, dass wir so ein Gegentor bekommen. Nicht das Sports, haben wir uns voll reingehauen. Ja, wie gesagt, schwer jetzt irgendwie noch was zu sagen. Ja, einfach stolz auf die Mannschaft, aber auch gleichzeitig auch angefressen, dass das Ergebnis halt so gelaufen ist. Ja, also extrem bitter gelaufen heute für uns. Ich glaube, wir haben viel reingehauen und hätten mit Sicherheit heute auch einen Punkt verdient gehabt. Kommen dann nach dem Rückstand wieder, machen den Ausgleich, investieren dann wieder viel und wollen das natürlich auch verteidigen. Kriegen dann wieder ein wirklich blödes Tor kurz vor Schluss. Ist einfach extrem bitter. Beim ersten Tor verteidigen wir den abgefälschten Ball nicht gut. Beim zweiten machen wir, denke ich, auch im Vorfeld ein paar Fehler. Und das ist halt extrem bitter, dass wir da mit leeren Händen dastehen. Dazu noch Verletzung von Filip Kusić, wo wir natürlich erstmal hoffen, dass es nicht so schlimm ist und wünschen ihm natürlich gute Besserung. Aber ja, dementsprechend natürlich einfach ein gebrauchter Tag für uns. Ja, klarer Fall. Ende der englischen Woche, Ende der Hinrunde geht es natürlich darum, nochmal alle Kräfte zu bündeln und bei Dresden vor einer riesen Kulisse natürlich zu bestehen. Und da wieder das auf den Platz zu bringen, was wir heute auch gezeigt haben. Ganz viel Leidenschaft, ganz viel Herz. Und dann hoffe ich einfach, dass wir uns dort belohnen können. Und wie du es gesagt hast, verzweifeln hilft nichts, hadern bringt nichts, sondern wir müssen uns die Punkte dann wiederholen. Und obwohl das in Dresden schwer ist, keine Frage, werden wir es versuchen, werden da alles reinhauen. Ja, so wie die Spiele davor, dass wir uns da voll reinhauen, dass wir alles geben bis zur 90. Minute, dass wir Gas geben, dass wir uns dann belohnen. Und am Ende hoffe ich, dass dann auch was Gutes bei uns kommt. Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV-TV.